ihn doch mehr lieben als mich selbst. Na, und das ist eine logische Schlussfolgerung. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und davon abgesehen, was es noch an großen Nutzen gibt, die wir aus dem Kapitel gelernt haben, aber noch eine Sache, und zwar zur Betonung, weil wir bei Kitab al-Tawhid, wir sind bei Tawhid. Und zwar, wenn man jemanden genauso liebt wie Allah subhanahu wa ta'ala, dann hat man den großen Schirk begangen. Das ist das Wichtigste, was wir aus diesem Kapitel gelernt haben. Oder anders ausgedrückt, die Liebe zu jemand anderes außer Allah, wenn sie zu groß wird, verfällt man dem Kufr oder dem Schirk, wie man es will. Da kommen wir zu einem neuen Kapitel. Und der Autor, rahimahullah ta'ala, hat wieder einmal diesem Kapitel einen Namen gegeben. Und zwar wieder eine Ayah. Und zwar folgende Ayah aus dem Koran. Und zwar sagte er, dass diese Ayah ist in Surat Al-Imran, Vers 175. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Dies ist nur der Satan, der euch mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen versucht oder sucht. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Also, warum hat der Autor diese Ayah jetzt gebracht und warum beginnt das neue Kapitel mit dieser Ayah? Weil wir wissen, liebe Geschwister, dass alle Ibadat, die wir verrichten, sind auf zwei Dingen aufgebaut. Al-Mahabba, die Liebe. Und einmal sagen, am letzten Mal haben wir gesagt, Al-Ta'zim, die Verherrlichung. Oder man kann auch sagen, Al-Khawf, die Furcht. Oder die Angst, je nachdem. Denn die Liebe, wozu führt sie? Sie führt dazu, dass man etwas tut, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und die Angst, Al-Khawf, führt dazu, dass man das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, nicht tut. Wenn du also jemanden fragst, warum begehst du keinen Zina, dann wird er dir sagen, weil ich Allah fürchte. Und wenn du jemanden fragst, wieso betest du, dann wird er dir sagen, weil ich Allahs Belohnung und seine Liebe anstrebe. Und das eine ist mit dem anderen zusammen stark verbunden. Und deswegen, nachdem wir zuerst über die Liebe gesprochen haben, ist es jetzt an der Zeit zu sprechen über die Angst, weil das eine mit dem anderen stark verbunden ist. Die Gelehrten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, möge Allah sich ihrer erbarmen, haben verschiedene Ansichten darüber gehabt, welcher Teil im Menschen die Liebe oder die Angst oder die Hoffnung und die Angst stärker sein muss. Manche haben gesagt, man soll mehr Angst haben, damit man soll mehr Angst als Hoffnung haben, damit man bei Allah subhanahu wa ta'ala, damit man die also auf keinen Fall eine Sünde begeht. Das würde dann zur Folge haben, dass du dir, wenn du auch im Sterbebett liegst, dass du dir nicht zu sicher bist, dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala siegreich sein wirst. Sondern dass du Angst haben sollst, auch wenn du stirbst, dass Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht von dir keine einzige Tat angenommen hat. Und andere haben gesagt, es ist besser, dass man mehr Hoffnung hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es geliebt, dass man Hoffnung gehabt hat, Hoffnung hat in Allah subhanahu wa ta'ala. Und andere Gelehrte haben wiederum gesagt, es kommt darauf an, wenn man eine gute Tat vollrichten möchte, dann soll man mehr Hoffnung haben, nämlich in der Hoffnung, dass Allah es auch annehmen wird. Deswegen soll man sich steigern, hineinsteigern und gute Tat auch verrichten. Auf der anderen Seite, wenn man eine Sünde begehen möchte, dann soll man mehr Angst haben, damit man die Sünde nicht begeht. Also sie sagen, es kommt drauf an. Und wie zeigt sich das? Oder woher haben sie das entnommen?
Und zwar folgendes: Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Surat Ghafir, in Vers 60, sagt er: وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr sprach: Ruft mich an, so werde ich euer Bittgebet erhören. Und dieser Vers bedeutet ja gerade, dass wenn wir Dua machen, sollen wir Hoffnung haben und sollen wir daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Dua auch erhören wird. Und sofern wir die Voraussetzungen dafür auch erfüllen, wird Allah auch den Dua erhören. Und das weist darauf hin, dass man Hoffnung haben soll. Auf der anderen Seite, wenn man eine Sünde begeht, ist klar, dass man dann mehr Angst haben soll. Khauf oder Khashya, je nachdem, was wir gleich sehen werden. Und diese Ansicht ist sicherlich der Wahrheit näher als die anderen zwei. Aber trotzdem wissen wir, liebe Geschwister, dass es auch Hinweise darauf gibt, dass man Angst haben soll, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Weil vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala von einem die Tat nicht angenommen hat. Und was darauf wiederum hinweist, ist die Aussage in Surat al-Mu'minun, Vers 60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Allah beschreibt die gläubigen Menschen. Er sagt in Surat al-Mu'minun, Surat 23, Vers 60, und diejenigen, die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Und das ist kein man als Argument für oder gegen verwenden. Für, das ist die Aussage, die ich gerade eben getroffen habe, und zwar, dass man auch Angst haben soll, dass Allah eine Tat nicht annimmt. Das könnte ein Beweis dafür sein, die Ayah, weil die offensichtliche Bedeutung darauf hinweist. Aber auch, liebe Geschwister, warum gibt man als Mu'min eine Sadaqa? Damit man von seinen Sünden freikommt. Damit Allah subhanahu wa ta'ala einen Sünden vergibt. Ja? Also insofern schauen wir uns auch den folgenden Hadith an, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sein Hadith Qudsi, أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني oder حين يذكرني. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith Qudsi bei Bukhari und bei anderen, dass Allah sagt, ich behandle den Diener gemäß dem, oder genau so, wie er über mich denkt. Ich behandle den Diener so, wie er über mich denkt. Und ich bin mit ihm, wenn er an mich denkt. Ja? Das heißt, wenn du Gutes von Allah denkst, und du denkst, er wird dir vergeben, das bedeutet der Hadith. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir inshallah vergeben und dir Gutes geben. Aber wenn du davon ausgehst, dass er dich bestrafen wird, und dich zur Rechenschaft ziehen wird, dann wird das auch geschehen. Ja? Deswegen soll man über Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die direkte Schlussfolgerung aus diesem Hadith, immer Gutes denken und Hoffnung haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen vergibt. Des Weiteren gibt es allerdings auch die Aussage, dass manche Gelehrte gesagt haben, wenn du krank bist, sollst du mehr Hoffnung haben und wenn du gesund bist, sollst du mehr Angst haben. Das ist die vierte von diesen vier Aussagen. Und eine fünfte ist die Aussage von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Er sagte, dass die Angst und die Hoffnung gleich stark sein sollen. Sobald eines von den beiden Überhand nimmt, wird man zugrunde gehen. Und er sagt, also sinngemäß zu vergleichen wie mit den beiden Flügeln eines Vogels. Wenn ein Flügel nicht mehr in Ordnung ist, dann kann er nicht mehr fliegen. Und liebe Geschwister, wir wissen auch, dass, nachdem wir jetzt diese Ansichten gehört haben, dass die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala nicht gleich stark ist bei den Menschen. Manche Leute haben zu viel Angst. Was bedeutet es, zu viel Angst zu haben? Das bedeutet dann, die Hoffnung zu verlieren. Und andere wiederum, sie haben zu wenig Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und das bedeutet wiederum, dass sie diese Angst sie nicht davor schützt, Sünden zu begehen. Es gibt aber auch verschiedene Arten von der Angst. Und zwar, wenn man Angst hat in Form eines Gottesdienstes und man sich deswegen erniedrigt und dass man deswegen die andere Person verherrlicht, und dass man deswegen unterwürfig ist dieser anderen Person gegenüber,
Das ist wie diese Angst im Inneren des Gläubigen. Das ist eine Art Angst, die ein Gottesdienst ist. Und die darf nur für Allah subhanahu wa ta'ala vorhanden sein. Und man darf da in dieser Angst niemanden, darf man Allah niemanden zum Teilhaber machen. Sonst wäre es eine Form des Schirk, zweifellos. Wie diejenigen Menschen, die sagen, wie diejenigen Menschen, die viel mit den Toten zu tun haben, und sie denken, wenn sie diesen Toten, diesen nicht gefallen nicht tun, kann der Tote einem etwas antun oder vielleicht einem im Traum erscheinen oder einem was nicht was, einen Djinn schicken, wie auch immer, was es gibt an verschiedenen Glaubensarten in dieser Hinsicht. Und sie denken, dass diese Leute einem dann schaden können, die gestorben sind, oder diese Steine oder was auch immer. Dann solche Sachen wären eine Form des großen Schirk, weil sie teilweise bei den Menschen mehr Angst verursachen als vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wissen wir, gibt es die natürliche Angst. Die natürliche Angst, die der Mensch verspürt, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen so erschaffen hat. Wie zum Beispiel Musa alayhi salam im Vers auf der Seite 387. Können wir in Surat al-Qasas nachlesen, als Musa a.s. jemanden aus Versehen umgebracht hatte, und dann hat die hohe Schar des Pharaos sich versammelt und das Urteil gefällt, dass sie Musa a.s. umbringen wollen, dann ist er geflüchtet nach Medien, wie wir wissen. Und in dieser über diese Angelegenheit sagt Allah, als er hinausgegangen ist, aus der Stadt, wo er war, sagte er, Allah im 21. Vers, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبَ. So ging er furchtsam aus ihr fort und hielt immer wieder Ausschau. Ja, Ausschau vor den Leuten, die ihn umbringen wollen. Und ebenso sagte er klar und deutlich im 33. Vers, رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا. Er sagte, mein Herr, ich habe eine Menschenseele von ihnen getötet und so fürchte ich, dass sie mich töten. Und diese natürliche Angst darf man haben unter einer Voraussetzung, sie darf nicht auf Kosten einer Pflicht vorhanden sein. Wenn man also irgendeine Pflicht, ein Wajib, unterlässt, aufgrund der Angst, natürlichen Angst, dann hat man eine verbotene Sache begangen. Und das ist, denke ich, eine klare Sache. Und ebenso, was der gläubige Mensch nicht haben sollte, ist Einbildung. Einbildung, wie jemand, der zum Beispiel sieht einen Schatten, und dann bildet er sich ein, dass, obwohl es der Schatten eines Baumes ist, dann bildet er sich ein, dass es irgendwas wäre, was ihm schaden könnte. Das sind einfach nur Vorstellungen und Einbildungen, die keine Wirklichkeit haben. Der gläubige Mensch sollte eine starke Psyche haben und solchen Dingen aus dem Weg gehen. Und wenn man in der Nacht läuft, sollte man nicht sollte einem nicht die Angst überwältigen, dass schon beim nächsten Busch jemand dahinter lauern könnte, sondern man soll einfach zum Beispiel aus dem Koran lesen und Allah subhanahu wa ta'ala um Sicherheit bitten, und dann wird auch nichts passieren. Oder naja gut, also es gibt noch viele andere inshallah Beweise das für die natürliche Angst. Jeder von uns weiß das, ja. Aber der Shaitan, er hat Nutzen daran, dass er den Leuten Angst macht. Wir haben den Vers gelesen am Anfang. Der Shaitan will, also gemäß der Vers, der Shaitan will einem Angst machen. Und wem? Den Awliya. Den Awliya von Allah. Jeder Wali von Allah ist ein Feind des Shaitan. Und der Shaitan will die Awliya von Allah wegbringen und will ihnen Angst einflößen. Unter anderem, indem man den Leuten vor dem Kampf gesagt hat, achtet darauf, seid vorsichtig, die Menschen haben sich schon versammelt, um gegen euch zu kämpfen, deswegen habt Angst vor ihnen. Und Allah sagt, habt keine Angst vor ihm, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid, sagt er subhanahu wa ta'ala. Wenn ihr gläubig seid. Und insofern, liebe Geschwister,
Der Shaitan, sobald er sieht, jemand will eine Pflicht machen, ein Gebet,